Guten Morgen. Ich bin vor ein paar Minuten aufgestanden. Also gestern Nachmittag habe ich deutlich besser performt. Ja. Und ich habe noch keinen Kaffee am Start, aber erstmal ein Bülücken Wasser. Was haben wir? 9 Uhr durch? 9 Uhr durch? Oh Gott. Ich wollte gestern, ich war so müde, ich wollte um 8 ins Bett. Macht man dann natürlich nicht, weil man genau weiß, wenn man um 8 ins Bett geht, dann ist man nachts um 2 wach und steht senkrecht, ja, und kann nicht mehr pennen. Aber ich habe mich dann wach gehalten und dann war es 1. So, jetzt fehlen mir irgendwie 1 Million Stunden Schlaf, aber länger jetzt keiner mehr. Ja, aber das wollt ihr nicht wissen. Ich hatte direkt beim Einschlafen, habe ich an meinen, jetzt wollte ich schon Bullet Journal sagen, ne? Planner gedacht, was ich jetzt damit mache. Ich hatte ja gestern Nachmittag gestreamt mit dem Unboxing, weil dieses Paket gestern ankam. Und ich bin total happy. Guten Morgen. Ich wollte jetzt gerade schon machen, sagen, auch schon so früh wach, aber ich glaube, 9 Uhr ist nicht wirklich früh. Ich rede jetzt auch mal ein bisschen leiser, weil erstens schlafen hier noch alle und zweitens habe ich gestern, als ich meinen Planner unboxed habe, habe ich so gebrüllt, habe mir das hinterher mal angeguckt und das hat irgendwie so richtig übersteuert. Ne? Also es hat schon gepiept in der Leitung, um Gottes Willen. Vielleicht habe ich ja vorgestern, als der Piep kam, auch irgendwie OBS kaputt gemacht. Oh. Ich hab auch neulich irgendwann so einen Ton angeschlagen. Ne? Ja, egal. Nee, ich wollte jetzt mal weitermachen. Eigentlich, theoretisch könnte ich ein Video machen, wie ich all die einzelnen Sachen auspacke und wie ich die benutze und das nicht gesehen. Aber das Video würde ungefähr 1 Stunde lang sein und dann kann ich gleich einen Stream draus machen. Ne? Ich hatte gestern endlich mal wieder ein Video, also unten spontan das zweite Video gemacht und die haben beide stundenlang gerendert. Das heißt, wenn du das Video bearbeitest, musst du es nachbearbeiten. Hatte ich ja vom ersten Video hier erzählt, es dauert noch 2 Stunden. Es hat auch wirklich irgendwie 3 oder 4 Stunden gerendert. Für den ganzen 5 Minuten. Ich habe das erste Mal mit diesem 1000 irgendwas Auflösung da gewurschtelt. Obwohl, ja, vielleicht ist es das, ne, dass es so lange dauert. Aber dann ist mein Rechner zu langsam. Himmel, der ist 3 Jahre alt. Ne? Also irgendwie, irgendwas ist immer. Also ich weiß auch nicht, bis ich da mal an den Punkt komme, wo ich zufrieden bin, keine Ahnung, dann ist die Hölle zugefroren. Ja, jetzt habe ich hier. Oh, ich habe noch gar nicht alle Lampen an, glaube ich. Aber das ist eigentlich so immer das Licht, was am besten funktioniert. Ne? Warte mal hier. Ach nee, da hatte ich was gemalt. Das ist aber da kein Bleistift. Da habe ich gestern direkt aus Spaß hier so ein Felix, so ein Pinguin skizziert. Der wird dann noch bunt. Gestern Nacht. Oh, hast du Nachtschicht eingelegt? Oh Mann, oh Mann. Aber ich habe euch nicht wach gehalten. Ne? Wie gesagt, man kann das auch beim Einschlafen gucken. Ich habe ja schon mal öfter gesagt, dass ich Leute kenne, mein Sohn zum Beispiel und eine Stempelfreundin von mir, die können ohne Fernsehen gucken oder Videos laufen lassen, nicht pennen. Ja, ne, wie eine gute Nachtgeschichte. Und ich habe das ja schon lange vor, dass ich wirklich was Videos mache, die man halt auch nachts beim Einschlafen gucken kann. Ich habe gestern extrem Probleme mit meinem Ton gehabt. Ich habe ja hier neue Kameras am Start. Sowas hat die Nicole ja jetzt auch. Aber die hat das jetzt gerade seit ein paar Tagen und der Ton ist eigentlich super jetzt hier für den Stream. Aber ich habe dann damit aufgenommen und da war der Ton total grottig. Also, ich bin so unglücklich. Ich habe das Gefühl, ne, man arbeitet jahrelang an was und es wird immer schlechter. Ja, aber das müssen wir dann auch noch lösen. Oder ich gehe wieder zu meiner alten Dampfkamera zurück mit den 700 Auflösungen. Ach Mann, so echt. So, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Ende, jammern, Ende. Nee, was ich gestern gemacht hatte, ich hatte halt angefangen, hier meinen Namen reinzuschreiben. Oh, das ist jetzt viel zu hell. Dann sieht man das leider nicht, wenn das so hell ist. Warte mal, das ist jetzt einfach nur Kritzel, Kritzel und ein bisschen Malerei. Aber es ist ja ein bisschen dreidimensional, das sieht man gar nicht, ne? Schade. Also hier, das ist so mit Glitzer und Glimmer. Und ich habe bei den Bullet Journals. Hi, Morgen, Iris. Guten Morgen. Ja, ich höre ja auch die nächste Woche auf. Da muss ich Pause machen. Und deshalb, keine Ahnung, ja, ihr müsst auch nicht immer alles nachgucken. Höchstens abends beim Einschlafen, so zum angenehmen Wegduseln. Ne? Dann rede ich jetzt ganz leise und ganz schlummrig.
So, ja, dreidimensional, wo ich. Mann, jetzt habe ich falsch gesagt. Ach so, mein Bullet Journal habe ich vorne, meine erste Seite, da mache ich ja dann meinen Namen rein, dieses Buch gehört oder das ist das Bullet Journal von. Und da habe ich immer einen abgebrochen, weil ich dann immer Angst habe, ne? Denn man hat ja nur eine Chance, man kann zwar die Seite rausreißen, aber das ist ja nicht schön. Und hier ist es wurscht, da habe ich einfach drauf los und es ist ganz hübsch und wenn es mir nicht mehr gefällt, mache ich eine neue Seite rein. Aber da ist ja noch Platz. Dann habe ich überlegt, mit welcher Schrift mache ich das? Ich will ja schon seit Monaten neue Schreibtutorials machen. Für das Handlettering gibt es schon ganz, ganz viel. Bücher, Tutorials, da muss ich nicht auch noch. Außerdem kann ich das nicht. Ich habe es versucht, aber es liegt mir einfach nicht. Und es macht mir auch keinen Spaß, weil das Alphabet ist eins, das ich nie gelernt habe. Und deshalb nehme ich halt ein Alphabet, was ich gelernt habe, und verändere das dann so ein bisschen. Das ist viel zu hell hier, weiß ich auch nicht, warum das so hell war. Und das war dann mein Thema. Da dachte ich eben im Bett so, welches Alphabet nimmst du denn? Und dann habe ich gestern hier beim Schreiben so eins genommen, was ich, keine Ahnung, ich immer manchmal mache, so aus Spaß. Und das, ich weiß nicht, ob sowas einen Namen hat, hier so ein Kritzelkratzel. Ich erzähle euch gleich. Und genau, und das war dann im Bett so Kritzelkratzel, Kritzelkratzel. Kunst, Schrift. Genau, weil das Prinzip von der Kritzelkratzel-Kunstschrift ist ganz einfach. Und zwar, man nehme. Wo sind wir denn? Man nehme, man nehme, man nehme. Hilfe, wo ist mein Stift? Also, ich habe da ein ganz. Ah ja, man nehme einen Stift, der wirklich ganz dünn schreibt. In dem Fall ist das hier ein Edding 1800. Selber, wie kann man denn Ringe selber nähen? Nähen. Also nähen, so Papier nähen ist ja klasse. Ne? So, da muss ich mal diese Midoris denken, diese Einlagen, die sind, glaube ich, auch genäht, wenn ich mich recht entsinne. Oder getackert, weiß ich gar nicht. Aber nähen geht, ja, haben wir ja auch neulich schon mal dann ausprobiert. und der Live-Chat war übrigens eben weg und dann war die URL anders. Das ist tagelang, funktioniert das mit der gleichen URL, auf einmal ist die anders. Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Naja, habe ich halt jetzt nachgebessert. Nähen, aber in eine Ringmechanik, wenn du eine Ringmechanik hast, oder meinst du das so, wie die Midoris sind, mit diesem, da liegt hier ja so ein Gummi oben drüber. Aha. Oder es gibt auch welche, wo man so einen Stift hat, der so runtergelegt wird. Meinst du das jetzt? Kannst du ja noch erzählen. Genau. So. Ja, aber es ist halt das. Ich habe das auch mal selber gemacht vor ein paar Jahren. Ja, da habe ich mir so eine Lederhülle gemacht. Ich habe ja so viel Leder. Boah, wenn ihr wüsstet, wie viel Leder hier rumliegt, das ist so. Aber das hatte ich dann so ziemlich halbherzig gemacht. Wer hat denn bei uns in der Gruppe diese schönen Filzhüllen gemacht. Von uns hier war das keiner. Ne? Da müsste ich jetzt nachgucken, aber dann bin ich wieder hier nur am Surfen. Das Midori-System ist ja klasse. Da hast du aber dann auch wieder keine einzelnen Seiten. Also das hier ist mein Perfekt. Es ist ja für jeden was anderes perfekt. Ne? Das Midori-System hat diesen Charme. Mit Klarsichthüllen. Hast du das? Ach, Iris, nee, dann hast du das gestern nicht gesehen, ne? Wenn du sagtest, man kommt nicht nach. Guck mal. Willst du mir da jetzt eine Vorlage geben, weil du das gesehen hast? Oder? Ich habe das ja gestern ausgepackt. Das riecht nach Schwimmbad-Spieltier. Habe ich. Hast du das mit dem Filz in der Gruppe? Ja, das weiß ich nämlich jetzt nicht, wer das gemacht hat. Ich habe die ja gesehen. Hier so pink, es waren verschiedene, ne? Mit dem Filz genäht. Da hatte ich auch noch gesagt, das sieht aber klasse aus, weil, also ich habe mir jetzt noch so eine Aldi-Nähmaschine dazu gekauft. Ich weiß nicht, die habe ich gestern zurückgebracht, weil die hätten nicht mal Stoff geschafft, geschweige denn so einen dicken Filz. Du hast so einen richtig dicken Filz. Ich habe auch noch so welchen hier rumliegen in Grau. Da wollte ich auch, mal, dann lass uns mal was zusammen machen, ist gut, ne? Ich rede mal davon und dann schaffe ich das gar nicht. Aber hau mich mal, ne? Mach mal so ein Thread. Wir nähen uns. Ich mach's ja sowieso. Du zeigst die ja dann. War das dein, ne? Ja. Diese schönen, die da zu sehen waren. Ich hatte das auch irgendwie durcheinander gebracht, weil das so ähnlich aussah wie das davor.
Dann dachte ich, das wäre ein Altersrett gewesen. Ich habe da noch nicht ganz durchgeblickt. Egal. Also hier, Iris, das ist jetzt so eine Hülle. Und ich habe gestern erzählt, bei mir war das bei dir die Hüllen das Problem. Erstmal sind die immer total weich. Ja, die rutschen, wenn du was reintust, rutschen die immer so runter. Das hasse ich. Und die sind immer oben offen. Dann rutscht, wenn du das in die Tasche steckst, rutscht es ja doch raus. Also ich weiß nicht, wer sich sowas hier ausgedacht hat, aber das ist einfach total, total, total genial. Da ist jetzt der Zipper drin und das ist sehr fest. Also guck mal, ich stelle das mal so hin, so eine Klarsichthülle. Die würde jetzt umkippen. Das ist sehr witzig. Die kippt halt, weil sie so. Ja, so eine Klarsichthülle, die würde jetzt hier so diesen hier machen, weil die so weich sind. Aber die hier, das ist total fest. Das ist also von der Konsistenz her, es riecht wie Schwimmbad-Wasserbälle. Aber von der Konsistenz her ist es ein bisschen wie diese, hier die Project Life-Hüllen zum Beispiel. Aber irgendwie noch fester. Die sind mir noch zu weich. Ich habe ja die ausprobiert und für mich getestet und dann weggelegt. Ich habe jetzt noch so ein original verpacktes Mini-Mini-Album. Das habe ich alles mal getestet oder wollte testen, wenn es original verpackt ist. Aber es hat alles nicht funktioniert für mich. Es war alles zu weich und schlabberig. Genau, das ist dem ist von Raya. Das ist Raya. Das hatte ich halt bei denen gesehen, ne, auf der Hausmesse. Da hatten die das gezeigt, alles. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das muss ich haben. Und das war im Mai. Und das hat aber bis jetzt gedauert, bis die Sachen alle lieferbar waren. Und ich habe die auch nicht vorher gekriegt. Gut, dann hätte ich sie sofort ausgepackt und euch gezeigt und ihr hättet es nicht kaufen können. Ne? Das weiß Raya schon warum. Das ist alles von Raya. Und dann gibt es halt so ganz, ganz viel Zeug. Jetzt Zubehör, der Burner. Hier so Clips. Da kann man natürlich auch andere nehmen, aber der Planner, der hat jetzt ein bestimmtes Muster. Übrigens, falls du es noch nicht gesehen hast, das ist ein ähnliches Muster, das passt zu meiner Handyhülle. Das habe ich hier ganz bewusst so ausgesucht. Rezeptbuch, das ist auch eine tolle Idee. Ich habe auch ein Rezeptbuch, auch mit einem Ringsystem, weil da sind dann halt die Seiten vorgegeben. Da ist dann so eine Pappe außenrum und ich weiß nicht, also das hat für mich, das war schon toll. Da habe ich dann auch meine Rezepte drin, aber es war noch nicht so ausgereift. Das hat auch, glaube ich, eine Viererlochung. Da habe ich die Locher nie gefunden. Naja, und alles einzeln zu machen. Ich habe auch gestern erzählt, die Bayer, die haben mir dann diesen Tipp gegeben, Locher einzeln zu lochen. Darum habe ich jetzt hier so ein Einzellocher am Start. Oh Gott, den muss ich halt einpacken. Ich muss doch zu meiner Tochter die Enkel hüten. Um Gottes Willen, haben wir gestern ausgepackt und schon verschlammt. Das ist dann so ein Einzellocher. Die habe ich schon gehabt, solche Dinger, schon seit immer schon. Die haben einen Online-Shop, das ist ein guter Hinweis. Raya hat einen Online-Shop und die gibt es im Fachhandel, im Einzelhandel. Es gibt Läden, die Raya nicht haben. Ich kenne auch einige, die wollen halt Raya nicht haben, aus verschiedenen Gründen. Das sind dann so Sachen, ja, die Mindestbestellmengen oder man muss so und so oft. Man muss zum Beispiel, wenn man Händler ist, die erste Bestellung muss, glaube ich, 500 Euro sein. Da denkt man jetzt so, oh mein Gott, das ist aber viel. Für einen Händler ist das nicht so viel. Das hast du in einer großen Kiste. Ja, also es läppert sich halt. Also wenn all das, was ich jetzt hier liegen habe, ist auch schon eine Hausnummer. Ne? Da wäre es schon fast, ja, nicht bei 500, aber so. Und deshalb haben nicht alle Bastelläden haben Raya, aber also die beiden Läden, die ich kenne, die Raya nicht haben, sind auch Scrap-Läden. Die Bastelläden, die ich kenne, haben das alle. Deshalb, und wenn die das nicht haben, habe ich gestern schon mal erzählt, fragt mal, ob die das bestellen können. Ja, wenn dann Händler sagt, das hatte auch eine von meiner Planner-Gruppe. Ich habe so eine Planner-WhatsApp-Gruppe. Der Ziplock, ne? Das ist echt mein Highlight hier. Das Geilste von allen. Und das kann man halt nicht selber machen. All diese Sachen, die kann man auch andere nehmen. Hier sind jetzt so kleine Tabs. Dafür habe ich noch ein Punchboard. Da kann man ja sehr viel selber machen. Aber bei dem Ziplock, da verließen sie sie. Also da wüsste ich nicht, wie ich das selber. Da müsste ich festes Plastik und Schweißen. Da gibt es ja auch so ein Gerät zum Schweißen, ne? Von Project Life, glaube ich. Aber das ist so aufwendig. Morgen, Christine. Hallo, guten Morgen. Hör mal, hast du gestern mein Video gesehen? Ich habe das rausgehauen auf meinem normalen Kanal, ne? Mit dem Regen, weil ich habe das gemacht. Ich dachte, heute ist jede Woche eine Challenge. Aber es steht ja deutlich da, dass die am 9.8. abgegeben werden muss. 9.9. Was jetzt? 9.8.? Bin ich blöd? 9.9.? Nee.
Auf jeden Fall erst in einem Monat. Und ich habe die für heute Abend gemacht. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich das Video sofort veröffentlicht. Also ich habe gestern ein Video gemacht. Ja, das habe ich gestern auch schon gezeigt. Die Iris hat das, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich hatte gestern ein Video gemacht, wie ich hier dieses Muster gemacht habe. Beziehungsweise habe ich das nicht gemacht, sondern der Regen. Der Regen hat für mich gemalt. Wenn ihr das sehen wollt, wie das gemacht ist, geht auf meinen normalen Kanal, Born Kreativ, oder es ist YouTube/User/FairySale. So, und da kann man sehen, wie das gemacht wurde. Und das habe ich dann rausgehauen. Das heißt, dann mache ich dann für den Abgabetermin noch einen neuen. Ne? Wie unhöflich. Was ist denn unhöflich an die Christine? Ach so, weil du nicht guten Morgen gesagt hast. Ja, pass mal auf, wenn ich mal berühmt bin, dann kommen hier im Sekundentakt Leute rein und dann kann man gar nicht mehr ein Hallo sagen. Das wird passieren, genau. Wenn ich dann so berühmt bin wie Tim Holz. Stell mal vor, mein Name würde Tim Holz heißen. Dann, ne, wäre jetzt hier die Hütte voll. Aber so ist, finde ich es eigentlich sehr gemütlich. Ich fühle mich immer schon, wenn ich bei anderen YouTubern manchmal diese Live-Chats sehe, fühle ich mich schon gestresst, ne, weil dann geht da so. Ja. Okay, genau, habt ihr gesehen, das Video. So, das ist halt dieser Ziploc, ne? So, und den kann man auch nicht selber machen. Ich wüsste nicht wie. Wie gesagt, also mit diesen ganzen Tools, die es gibt, aber dann hast du das halt nicht. Es muss ja, was ich eben sagte, ich finde das Geniale, dass man es zoomen kann und das ist nicht wie so eine Prospekthülle, wo oben alles rausfällt, wenn man den Planner in die Tasche steckt. Da habe ich alles gehabt. Ich habe es ja alles. Doesn't work for me. So, dann wollte ich heute das aufmachen, nee, das ist nicht das Register, sondern die Tagebuch einladen. Also, und ich sagte eben, ich habe mit dem Titelblatt angefangen und mache meine, was habe ich gesagt, Kritzel, morgen, Nicole, meine Kritzel-Kratzel-Kunstschrift, genau, weil die Handlettering-Schrift für mich nicht funktioniert. Ich lerne das Alphabet nicht, kann ich, ich habe es versucht, aber ich kriege es nicht hin, weil das Alphabet anders ist beim Handlettering. Das und der Schwung. Also ich kann mit der Kalligraphiefeder schreiben. Das habe ich jetzt schon auf 100 Jahren geübt und gelernt und hast nicht gesehen. Aber ich kann einfach nicht dieses Handlettering, diesen Schwung, dieses Ab, Runterstrich, Dicker, bla bla bla, Wims liegt, bitteschön. Aber am 9. September, ja, echt, 9.9., okay, das hat meine Mama Geburtstag gehabt am 7., dann kann ich was merken. Dann mache ich halt ein neues Video, also, pff, ne, mit dem Thema am Wasser, die Pulver, genau, da haben wir schon in dem Stream dann drüber gesprochen, ne, gestern über die Color Burst. Nee, aber, warte mal, ich muss mal meine Brille aufsetzen. Kalligraphie hat hier einen ganz anderen Schwung, und zwar, wenn du hier kalligrafierst, hält man die Feder im 45-Grad-Winkel. Ja, also so. Das ist jetzt hier so die Grundhaltung. Und schreibst halt, wenn du runtergehst, siehst du ja schon dadurch, dass die Feder, es ist eine Bandzugfeder, ja, die schreibt beim Abstrich, nee, in der Richtung ganz breit und in der Richtung ganz schmal. Ne? Ich mache das mal so ganz breit und so ganz schmal. Das sieht man ganz gut. Und dadurch ergibt sich schon ganz automatisch diese Dick-Schmal-Schrift. Ja, das ist dann Kalligraphie, also ein Bandzugfehler. Wenn du aber mit dem Brush Lettering arbeitest, musst du ganz andere Buchstaben. Also wenn ich hier die gleichen Buchstaben mache, sieht das doof aus. Oh, weißt du, da muss ich. Sollst du was gerade ist mit wenig Druck, was runtergeht mit viel, dann wieder wenig. Ne? Das heißt dadurch oh, dick, dick, dick. Und ich vergesse das dann schon wieder. Ne, das sieht kacke aus. Ich kriege das nicht hin. Dieses dick, dünn, dick, dünn, dick, dünn. Das habe ich beim dritten Buchstaben schon wieder vergessen, weil ich meine Bandzugfeder im Kopf habe. Ne? Und das ist. Ja, meinst du mit meiner eigenen Schrift? Weil meine Schrift ist echt definitiv anders. Ich habe ja auch schon erzählt, dass ich mache mal so einen ganz kurzen Exkurs in die Schrift jetzt hier. Man kann, wenn man seine eigene Schrift hat, so ein Fake, das kennst du bestimmt auch, so ein Fake Handlettering-Effekt machen. Ich schreibe jetzt mal,
die Licks, indem man alles, was nach unten geht, mit der Hand nachträglich verdickt. Ja. Ist das jetzt dicker. Und dann ausmalt. Das ist eine Krücke, die aber, who cares, keiner hinterher sehen muss. Oder es sieht auch so schön aus. Das mag ich noch. Das ist halt auch wieder ein bisschen arbeiten. Oder kann man diese Linien dann auch anders füllen? Irgendwie mit Blau, Rot, Grün, hast du nicht gesehen? Und das ist so eine Art Krücke, um sich zu behelfen. Das sieht ja auch schon ganz nett aus. Jetzt habe ich hier Fehler drin. Die kann man aber nacharbeiten, dass es ganz, ganz glatt wird. Ja, also das ist schon nett. Das sieht schon toll aus. Also es ist sehr hell heute Morgen hier irgendwie. Ne? Das sieht schon besser aus als das zweite da in der Mitte. Aber am liebsten habe ich Kalligrafiefedern. Und da habe ich das mitgemacht. Allerdings sind ja noch nachgemalt und bla bla bla. Und das hat echt Spaß gemacht. Und das wird auch noch weiter. Das ist nicht fertig. Das finde ich so schön, dass man dieses, ja, bei Mixed Media, dass man immer weitermachen kann. Immer weiter. Nee. Das ist ja ein guter. Aber da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dotted. Weißt du was? Ich mache mir mal hier jetzt Fragen zum. Das war gestern so eine selbstgemachte Seite, weil ich testen wollte, ob ich das hinkriege. Das hat ja geklappt. Iris fragt: Dotted. Gibt es Dotted? Du hast nicht gefragt, gibt es, sondern sind die so? Nee, ich habe noch keine Dotted gefunden. Diese hier, die haben so Linien. Aber Dotted wäre ja mal, obwohl, ehrlich, ich habe die ja noch nicht aufgemacht. Also hier ist kein Dotted dabei. Hier sind so die Monate vorgegeben. Dann habe ich hier was, das ist liniert. Na, dann muss ich aber noch mal in den Shop von Raya gucken. Da könnt ihr auch selber gucken. Ich sagte ja gerade, die haben einen Shop. Wenn du auf Raya, Google mal Raya, da findest du auch den Shop. Da kann man bestellen. Man kann aber auch, jetzt ganz wichtig, Iris hat das gestern nicht gehört. Schriftpinseln. Hast du dann diese Brush, ne? Diese Brush, seit diesem Handlettering-Hype sammle ich ja Brush-Lettering. Ich komme gleich zu dir, Iris. Ne? Die dann vorne so eine Pinselspitze haben. Und zum Beispiel, wenn du die ganzen Tombos hast, die haben ja schon immer eine Pinselspitze gehabt. Das ist jetzt ein Memento, aber baugleich, ja. Und oh, der ist schön fest. Der würde dann gut schreiben. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich blamier nicht. Ich blamier mich nur. Wenn ich die Schrift nicht perfekt kann, dann mache ich es gar nicht. Dann lasse ich es lieber. 7 Euro. Teuro, genau. Teuro. Mintfarbene Planer. Goldene Streifen. Ja, die sind nicht von Raya. Also ich kenne mittlerweile die Raya. Es sind 4 Stück. Und ein silberner, ein rosa mit irgendwas, dann gepunktet und den hier. Also ich wollte eben noch zu Ende erzählen, wenn man bei denen im Shop guckt, man kann zum Beispiel, wenn man schaut, Stützpunkthändler, wenn da einer bei euch in der Nähe ist, kann man im Shop bestellen und sich das zu seinem Händler liefern lassen, dann kriegt der ein bisschen was davon ab. Das ist ja das Ding. Wir wollen ja die Händler unterstützen. Und so hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Wenn dann aber ein Händler bei euch das nicht hat, also Basslehen, wie gesagt, kenne ich keine. Also die beiden, sagte ich ja gerade, die ich kenne, die keine Reihe haben, sind Scrapläden und keine Bastelläden. Rundpinsel und Flachpinsel, oh, dann machst du das richtig intensiv. Ja, Flachpinsel wäre dann wie eine Bandzugfeder und der Rundpinsel wie so eine Brush-Lettering-Pinselspitze. Nee, aber guck mal, es gibt ja viele. Ich sehe ja häufig in den Videos und Fotos, dass die versuchen, Brush-Lettering zu machen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz starke Übungssache. Und wenn dir das nicht gelingt, sieht es doof aus. Und dann siehst du so viele Lettering-Seiten, die wirklich nicht schön sind. Da denke ich mir, warum nehmen die nicht eine Schrift, die sie können? Ja, die ihnen liegt. Deshalb, also sowas hier ist ganz witzig. Aber ich mache jetzt meine Kritzelkratzel-Kunstschrift. Ich habe leider nichts gefunden, was mit K anfängt. Ich mag ja Alliterationen. B Bärbel Born ist eine Alliteration. Und ach, du hast das gelernt. Ich habe hier zum Beispiel, ich kenne mittlerweile zwei, die auch Kalligrafie gelernt haben. Ich habe ja Grafikdesign studiert, aber ach, Iris, das tut mir leid. Aber dann hast du meine offizielle Genehmigung zu bestellen. Und immer wieder, ne, um Bärbel Born zu unterstützen, damit sie sich mehr YouTube-Kram kaufen kann, bessere Kamera, bla bla bla, mache ich Affiliate immer unter meine Videos, neuerdings erst, ne, seit 2, 3 Wochen oder so.
Aber diese, ich habe geguckt, diese Planer gibt es noch nicht bei Amazon von Raya. Raya verkauft ja auch über Amazon. Und wenn ich da einen Link finde, dann affiliate ich die. Stimmt, der Thomas Loy hat kein Raya. Stimmt, du hast recht. Das ist, dann kenne ich doch noch einen Bastelladen, der kein Raya hat. Das habe ich auch jetzt mal erzählt. Genau, aber ich hänge ja immer dran, ich rede immer mit ihm. Hammer, willst du nicht Raya? Und der hat halt andere Firmen, die die gleichen Produkte wohl haben. Also, und dieses Planner-Ding, ich weiß, ich glaube, der hat auch Planner ins Programm genommen, habe ich neulich irgendwo gesehen. Aber ich gucke mir sein Sortiment nicht mehr an, weil, wenn er kein Raya hat, es ist für mich persönlich ja uninteressant. Das ist ja eine persönliche Sache. Hier, du warst gestern im Stream nicht dabei, da sagte die Nicole, weil ich immer Probleme habe, das zu kommunizieren, wie ich, warum ich immer so toll von der Firma Raya rede. Ich bin ein Tester, der kostenlose Werbung macht. Ja, ich krieg da nichts für, genau. Ah, in der DDR. Schauwerbegestalterin. Ey, ja, dann hast du bestimmt auch schon Kalligrafie-Videos am Start, ne? Dann erklär mir doch mal, bring mir mal bei, wie dieses Brush Lettering. Ich krieg's nicht in den Kopf, ja? Und ich denk dann immer, was ich nicht kann, das kann keiner. Das ist natürlich Quatsch. Ach ja, hat ja ein Problem mit Raya, ja. Dann, der Thomas ist super nett. Hast du den mal kennengelernt? Der Thomas ist ja super nett, aber wenn er das, dann ist das halt so, ne? Und dann schwamm drüber. Dann soll er es halt nicht machen, ist mir auch wurscht. Aber ich habe gar kein Problem mit Raya, sondern ich mag die sehr gern. Ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich als Händler nicht wusste, dass das ein Familienbetrieb ist, Raya. Und ja, und seit ich das weiß, kennt meine Begeisterung echt keine Grenzen mehr. Wenn ich weiß, dass da nicht nur irgendeine Firma ist, wo ein Geschäftsführer sitzt, der Kohle scheffelt, sondern dass da ein Mensch ist, der heißt ja Raya und der Vater hat die Firma gegründet. Und ob er jetzt Kohle scheffelt, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube nicht, wenn du siehst, wie der mit den Mitarbeitern ist und wie der sich um die kümmert. Aber ich habe Geschichten gehört, die kann ich gar nicht weitererzählen, will auch keiner wissen. Aber die sind so persönlich, wie er sich der Chef so um Mitarbeiter gekümmert hat. Ich meine, das ist immer das, was man einer Bloggerin erzählt, okay? Das weiß ich wohl. Dass ich da nie eine Garantie habe, dass das auch so alles, dass das die ganze, es ist ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Das habe ich, ich sage das auch immer, dass mir schon klar ist, dass ich vielleicht nur die heile Welt dann sehe, aber die heile Welt gefällt mir super gut und Punkt. Genau. Genau, mach mal ein Video und dann kann ich mit deinem Video üben, ob ich das hinkriege. Weil, ne, bis jetzt hat mir noch kein Video, das. Diese Kopfsache abgenommen mit dem, mit der dicken Linie. Die sind auch hier zusammen. Ich habe ja in der Uni Typografie gelernt, also nicht Handlettering oder Kalligrafie. Das, nee, was ich alles, was ich davon weiß, das habe ich, das kann ich schon selber, aber das kriege ich nicht in den Kopf. Das habe ich, ach so, in der Uni Typografie, da mussten wir Buchstaben mit der Hand schreiben, aber ich habe die Blätter noch irgendwo von damals. Typografische Schriften, also serifenlos und Helvetica und den ganzen Pille-Palle. Ne? Das muss man mit der Hand schreiben, damit wir die Buchstaben kennenlernen. Ne? Und das Spacing, der Abstand, das ist alles kein Thema. Hier zum Beispiel ist es schlecht. Das E kommt direkt ans L, das ist unterirdisch. Ich darf da gar nicht hingucken. Als Typograf kriege ich da echt die Krise. Sonntagmorgen für den Stream. Okay, das schreibe ich in mein. Haha, nee, nee, ich brauche ja kein Streambuch mehr. Ich habe ja jetzt hier den Planner. Das werde ich aber dann noch ordentlich übertragen. Welchen Stift nehmen Das sind Luxusprobleme, ne? Welchen Stift nehme ich jetzt? Oh, der ist übrigens der beste für Handlettering, ne? Der Tsukineko, wie heißt der? Nicht Tsukineko, oder? Doch, Tombow. Tombow. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Und wenn ihr jetzt sagt, lies doch einfach ab, kannst du vergessen. Ich gucke mal, ob man das in der Kamera. Nee, die habe ich hier auf permanente Schärfe gestellt. Wo ist die denn hier? Die ist auch permanent gestellt, weil sonst röhnen die Kameras die ganze Zeit. Das ist alles japanisch. Das kann ich nicht lesen. Ja, also der Stift heißt Tombow. Komme ich jetzt nicht drauf. Egal. Also, Nicole sagt. Sonntagsvideos. Oh. Ich bin gleich wieder bei euch.
super gut. 9 Uhr ist auch, da bin ich schon lange wach normalerweise. Es sieht kacke aus. Ja, also ich meine, es sieht schon ganz nett aus, aber es ist nicht einheitlich. Das, in der Typografie ist ja das A und O, die Kontinuität, die Einheitlichkeit von Schrift. Ja, dass es immer den gleichen Winkel hat, die Buchstaben gleich aussehen und das ergibt ein Schriftbild. Das habe ich gelernt. Aber wie ich das mit Händle, egal, du bringst mir das bei. Du bringst mir das bei. Ach, bei Kunst und Kreativ, da ist er vorher gewesen, genau. Genau. Machen wir Schrift, Sonntagswunsch, okay. Ja, Kunst und Kreativ, da hatte ich nur von gehört. Er hatte mal gesagt, er war vorher in so einer Bastelkette auch tätig und hat sich dann aber irgendwie mit den Inhabern irgendwie nicht mehr verstanden. Keine Ahnung. Also da weiß ich keine wirklichen Informationen, sondern nur so vage Brocken und irgendwas war. Ne? Aber er ist ja jetzt hier in der Nähe. Also ich wusste nie, wo Mettmann ist, bis ich mal zu Thomas hingefahren bin. Und ich bin in 20 Minuten da. Also das geht flotti flotti. Und der hat ja einen riesen Laden da aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter. Also ganzes Ende kaum sehen. Und ist eigentlich sehr engagiert auch. Ne? Und macht irgendwie zweimal im Jahr da seinen Kreativmarathon in der Fußgänger, nicht in der Fußgängerzone. Der ist ja in so einer Mall, in so einem Einkaufszentrum drin, an so einem Ende vom Flur. Und dann macht der zweimal im Jahr macht er den ganzen Flur voll mit Tischen, mit Demos und Bastelvorführungen. Und das ist so genial. Ist wirklich toll. Da macht er richtig Party. Okay. Sonntagsstream. So. Ob hier Dotte drin ist. Nee, ist es nicht. Aber erstmal, was ich heute sagen wollte, wer jetzt wirklich zu unbegabt für irgendwelche Schriften ist, dem kann ich noch eine andere Schrift vorschlagen. Hier meine Lieblingsschrift ist ja die vereinfachte Ausgangsschrift. Da habe ich immer schon ganz oft erzählt, das kauft euch jetzt gerade, wo die Schule wieder anfängt, diese Hefte für die erste Klasse. Da sind dann so drei Linien, ja, da haben wir einen Bleistift. Also da sind dann für die erste Klasse sind ja diese ulkigen Dinger hier, die so mit so drei Zwischenräumen aufgezogen sind. Hier ist das Haus. Ach, die malen immer vorne so ein Haus dahin. Das ist der Keller und das ist das Dach. So, und das A kommt zum Beispiel ins Haus, das G geht in den Keller und das H, das geht ins Dach. Das sollte man einen anderen Stift nehmen, damit ihr auch was sehen könnt. Das ist hier sehr, sehr schwach. So, das ist das Haus und das ist das Dach. Nochmal, das ist das A. Das G. So, und das ist die vereinfachte Ausgangsschrift. Und die funktioniert halt mit dem Brush Lettering nicht immer. Manche Buchstaben sehen dann kacke aus. Aber das ist meine Schrift. Und ich habe immer gesagt, wer jetzt Probleme mit dem Schreiben hat, kauft euch so ein Heft vereinfachte Ausgangsschrift. Mit diesen Heften. Genau. Das ist zum Üben so perfekt, weil da sind diese Linien vorgemalt und oben in diesen Übungsheften steht oben nochmal das ganze Alphabet oder auf der Seite, auf dem Klappendeckel, unterschiedlich. Ich habe auch ein paar hier, weil ich daran immer das erkläre, auch in Kursen, wenn ich Bullet Journaling und so gemacht habe und zeigen will mit Handlettering. Und wer jetzt Stempeln und Embossing-Pulver kennt, ganz, ganz, ganz wichtig, nehmt mal euren Embossing-Stift und schreibt damit. Allerdings braucht ihr dann große Buchstaben, weil die Embossing-Federn ja ziemlich groß sind. Da kann man nicht klein schreiben. Pardon. So, wenn ihr nämlich diese vereinfachte Ausgangsschrift nehmt und damit mit einer Bandzugfeder malt, jetzt wie mit jetzt zum Beispiel dem Embossing-Stift, dann habt ihr schon so eine geile Schrift. Und wenn ihr das jetzt embosst, mit Gold-Embossing zum Beispiel, perfekt, dann brauchst du eigentlich keinen Stempel mehr. Ne? Das ist mir aber ganz wichtig. Aber ich habe trotzdem gestern hier noch eine andere Schrift gehabt, die basiert aber auch wieder auf dieser vereinfachten Ausgangsschrift. Hier meine Kritzelkratzel. Und die mag ich total. Wir haben ja die Tage über Kritzelmotive, Vorlagen, Stempelvorlagen gesprochen. Ne? Und da ergibt sich eine Form daraus, dass man mehrmals, zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Pinguin gezeichnet habe, dann male ich ja immer einen Kreis erstmal vor, aber ich male immer so mehrere. Und aus all diesen, ein Kreis ist krumm, der andere Kreis ist wieder anders krumm. Aber wenn man ganz viele krumme Kreise übereinander legt, ergibt sich irgendwann ein perfekter Kreis aus all diesen Linien. Ne? Das sage ich ja immer. So. Und so werde ich jetzt meine Schrift machen. Ich werde einfach die Buchstaben mehrfach malen. Ja, einfach immer so übereinander. Das ist so charmant. Das gibt's. Ich habe so Charme. Es ist so charmant. Dieses Buch gehört.
Märchentraum. Das finde ich einfach, ich halt mal. Ah, nee, der Autofokus ist ja aus. Ich weiß nicht, ob man es so schon sieht. Ich müsste dann mal ein Foto machen, so eine Nahaufnahme. Es ist schon wichtig, dass ihr seht, wovon ich rede. Ja, wenn ich den Autofokus jetzt wieder abstelle, dann rödelt er wieder die ganze Zeit. Moment, ich muss das mal eben machen. Achso, die. Gucken wir mal. Moment, da Eigenschaften, nur ganz kurz. Kleinen Moment, ich beeile mich. Video konfigurieren. Wie gesagt, ich sage das ja immer, ich schalte den Autofokus aus, weil der sonst nämlich, sieht man das? Ah, immer noch nicht, ne? Hallo? Warte mal, jetzt sehe ich aber gar nichts hier. Moment, ich möchte es einmal zeigen, genau. Ihr seht jetzt hier, diese Schrift ist mit mehreren Linien. Die Linien sind mehrfach übereinander. Okay? Und das ist so zauberhaft. Das sieht so hübsch aus. Und ich denke mal, das hilft aber auch jemandem, der nicht so beim ersten Mal direkt die Schrift richtig hinkriegt. Weil er noch eine zweite drüber malen kann. Und dann kann er die Unregelmäßigkeiten oder wenn ein Buchstabe zu groß oder zu klein geworden ist, kann er bei der zweiten Linie korrigieren. So, jetzt mache ich den Autofokus wieder aus, weil sonst. Ach, wo ist denn hier mein. Moment, das dauert ein bisschen. Da habe ich die Kamera, Autofokus aus. Ist das auch scharf auf dem Tisch? Ja, ne? Okay. Weil, sonst ist der immer am Scharfstellen, am Scharfstellen, am Scharfstellen. Das ist ganz ätzend. Da hat jemand, der nicht schreiben kann, die Chance, wirklich seine Buchstaben schon on the go beim Arbeiten zu korrigieren. Das finde ich so klasse. Das ist jetzt, ja. Guten Morgen. Vereinfachte Ausgangsschrift. Ja, ganz, ganz normale. Ich mache es mal dicker, damit man es oben besser sieht. Mal denn der hier ist dicker, ne? Vereinfachte Ausgangsschrift. Machen wir mal richtig groß. So, jetzt habe ich natürlich hier Hilfslinien. Ja, jetzt habe ich hier ein N. Ich bin sehr, sehr, sehr pingelig, was Schrift angeht. Hier ein N hat so eine Delle. Ja. Aber wenn ich dann das zweite Mal drüber gehe und bewusst nicht genau die gleiche Linie treffen, ich will gar nicht die gleiche Linie, ich will so drei, vier Linien haben, ja, habe ich die Chance, diese Delle zu übermalen. Genau. Also ich weiß nicht, man sieht es wahrscheinlich jetzt hier nicht so gut. Ja. Ganz ruhig, ganz in Ruhe schwingen und dann nochmal. Und das gibt so einen total schönen Effekt. Und den nennen wir jetzt Kritzel. Kunst. Schrift. Die könnte ich jetzt auch noch ein paar Mal malen. Lassen wir jetzt mal. Das sind ja Details. Kritzel, Kratzel, Kunstschrift. Wenn euch ein Wort einfällt, was mit K anfängt, Kritzel, Kratzel, Kritzel, Kratzel, Kalligrafie. Kritzel, Kratzel, Kalligrafie und dann ist das ein Zungenbrecher und dann Kritzel, Kratzel, Kritzel, Kratzel, Kali. Ja, eigentlich habe ich eine schöne Schrift, weil ich habe früher in meinem Laden ja immer so mit diesem Trick auf die Karten geschrieben, mit Embossingstift und Goldpulver. Dann kam immer, das habe ich auch schon mal erzählt, da kamen dann immer die Kunden und haben gesagt, den Stempel möchte ich. Da habe ich gesagt, tut mir leid, das habe ich mit der Hand geschrieben. So, oh, habe ich eine schöne Handschrift. Aber das kann ja jeder lernen, wenn man diese vereinfachte Ausgangsschrift übt und dann mit der Bandsuchfeder schreibt. So, und dann haben wir Stempel von der Schrift gemacht. Also wer schön schreiben kann, der ist auch, ne, der kann auch Stempel von seiner Schrift machen lassen. So, aber ich wollte eigentlich, das hat mich heute schlaflos gehalten. Moment. Wo ist denn da der Eingang? Ah, hier. Ich wollte gucken, was hier drin ist. Ich möchte ja in meinem Planner auch meine Termine aufschreiben. So, und ich glaube, wenn ich das jetzt einmal aufmache, Entschuldigung, gleich. Entschuldigung. Na, ich war doch davor die Woche krank und da war ich froh drüber, weil ich dachte, wer krank ist, ist dann nach die Woche gesund, weil ich muss doch heute die Enkel hüten. Ab heute Abend. Und ich will denen keine Bazillen mitbringen. Also, was ist denn da alles drin? Gelocht. A5, beidseitig. Das sind 12 Monatsübersichten. 12.
Und 6 Wochen Übersichten. Okay. Und jetzt noch mal mehr so Notizdinger. Ah, Montag, Dienstag. Ist das jetzt eine Monatsübersicht? Ah, und hier sind die Wochen. Eine Woche Montag, Dienstag. Das ist Monday, Tuesday, Wednesday. Dann ist es international. Wer das nicht weiß, Raya verkauft auch international. Die sind, ach Gott, in irgendeinem Balkanland. Oh Gott, schlag mich tot, ich weiß gar nicht. Da sind die ziemlich angesagt. Das ist Ulkige ist, wenn ich bei Instagram suche nach Raya mit @Raya, dann komme ich zu dieser Firma im Ausland, gar nicht der Deutschen. Die haben, glaube ich, keinen eigenen Instagram-Account. Also keinen, den ich je gefunden hätte. Entschuldigung. Oh, so langsam werde ich wach, ne? Meine Herren. Moment, ich muss mir das beiseite legen, da muss das wieder rein, sonst weiß ich die Produktnummer nicht mehr, wie die heißt. Gut, also hier sind die Wochendinger drin. Wie macht man die denn da rein? Also man nimmt sich dann immer das, was man braucht, oder? Und dann in verschiedenen... Oh, ja, ich war gerade aus dem Bild. Ne? Dann in verschiedenen Designs, dass das immer zu den... Ach, guck mal hier. Da haben wir dann das, was hier zu dem Äußeren, ne? Blümchen, Blümchen. Da fangen wir doch mal mit dem Blümchen an. Ach, Entschuldigung. So, und zwar ist hier die Monatsübersicht. Jetzt haben wir ja den schon Mitte des Monats. Soll ich das trotzdem machen? Friday. Das ist eine Monatsübersicht mit dem Blümchen. Das ist jetzt eine Woche. Oh Gott, ich bin zu blöd. Das ist jetzt eine Wochenübersicht mit dem Blümchen. Montag. Also da muss ich erstmal durchsteigen. Montag, Dienstag hast du nicht gesehen. Das lege ich mir immer beiseite. So, das kommt wieder zurück ins Körbchen. War das so rum, ne? So, und da muss man sich das dann rausfummeln, was man braucht. Okay, das ist dann für die nächste Woche. Da kann ich mir dann auch immer die Uhrzeiten draufschreiben, wann ich die Engel hüten muss. Genau. So. Seid ihr noch da? Schreibt keiner mehr was. Ja. So langsam merke ich auch, dass ich einen Kaffee brauche. Christine hat bestimmt schon ihre 5 Kaffee-Intus. Ne? Christine, Quatsch. Nicole. Nicole hat bestimmt schon ihre 5 Kaffee-Intus. So, das wird dann der August. August. Aber ist der August schon wieder halb rum? Das ist doch abartig. Ich habe doch gerade erst angefangen. Ich bin noch im Kopf im Juli. Immer, ne? Immer so ein Mist. So, jetzt gucke ich gerade. Freitag. Die Rückseite hat dann so ein Notizding. Aber ich gucke gerade, wo ist denn die Montag? Tralala. Also die Montagseite hat von der Rückseite den Freitag. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig. Das ist ja mein erster Planner in der Art mit Ringbuchmechanik. Oh, da kommen sie. Wie hoch wird das wohl sein? Also, soweit ich weiß... Ach, du kannst das aber schon sehen. Pass mal auf, ich schreibe das mal hier rein. Ich guck mal gerade nach dem. Ich hatte gestern den Link zum Shop. Ich werde den auch noch unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Ich glaube, ich habe das... Wollte ich das gestern machen in dem Stream? Ich war so völlig von den Socken gestern. Amazon-Reihe, ja. Kann ich jetzt leider nicht machen. Ich war so völlig von den Socken gestern, dass das Paket da war, dass ich überhaupt nichts richtig gemacht habe. Ah, erst der dritte Kaffee. Moment. Reihe Shop. Also die haben halt den Shop auch für die Endkunden. Wie gesagt, da kann man sich, wenn man einen Laden in der Nähe hat, kann man sich das da auch mal hinschicken lassen. Und da haben die auch schon, ich suche das gleich mal raus, die Planner. Trendthemen nennen die das. Planner, my style. Wo ist er denn? Ich hatte es gestern. Ich habe ja geguckt. Der kostet 30 Euro, also 29,90. So, ich gebe euch das mal in den Chat hier rein. Ich weiß nur nicht, ob ihr das jetzt, wenn es live ist, das anklicken könnt. Das weiß ich gar nicht. Also hier bei mir ist es ein Link. Blankoseiten, ja, Blankoseiten, die haben auch leere Seiten, aber ehrlich, das ist ein DIN A4-Blatt mit 3 Löchern, das machen wir uns selber, ne? Genau. Und diese Tabs hier kann ich mir auch stanzen, das machen wir alles noch, aber ihr seid ja nicht blöd, also wir sind ja hier
in einer sehr illustren Runde, die mit sehr, sehr talentierten Leuten. Und genau, super, super. Dann habt ihr schon mal den Link. Da stehen oben die vier Planner, die es gibt. Die sind teuer. Ich hatte gestern auch schon mal gesagt, vor Ort sagte jemand von den Händlern, oh, das ist aber sehr teuer. Und ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass mein Nuna 25 Euro, ich habe ja zwei Nunas, die haben 25 Euro gekostet, ist günstiger als das hier. Oh, mein Mann ist, glaube ich, gerade aufgestanden. Nee. Ah, meine Freundin Tanja, von der ich auch manchmal erzähle, hat was geschrieben. Die will zu Caravaning. Da würde ich so wahnsinnig gerne auch hin. Blanko-Seiten sind am besten, ja. Kennst du, Christine, kennst du die Dotted-Seiten? Weißt du, was Dotted ist? Ich habe jetzt keins hier am Start. Ich habe, als ich angefangen habe mit dem Bullet Journaling, habe ich gedacht, wie blöd ist das denn? Das sind ja nur Punkte, aber das ist so genial, wenn du da einmal dran gewöhnt bist, weil die Punkte ersetzen dir die Linien und die Kästchen und die sieht man kaum. Dieses Dotted ist nur immer so ganz hellgrau gepunktet und du hast aber überall so eine Vorgabe, wo du Kästchen ziehen kannst, Kästchen ziehen kannst. Und Linien, ohne dass man es sieht. Super genial. Also Dotted wäre noch was, was ich auch gern hätte. Jetzt sind wir hier schon mal unterwegs, aber das Dotted haben die, glaube ich, nicht. Aber es ist auch so, wenn du jetzt sagst, 12 Blatt für 5 Euro, wo? Ach, Dotted. Echt, ist das so teuer? Es gibt auch Druckausvorlagen. Such mal Dotted Print oder so oder PDF. Da gibt es Druckvorlagen, die man ausdrucken kann. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, ich habe, ach, hör, da fällt mir gerade ein, ich habe Dotted letztes Jahr überall gesucht. Ach, ich glaube, Herlitz. Herlitz hatte sowas. Das Ding ist ja, bevor dieses Bullet Journaling war, hat ja kein Mensch Dotted Linien braucht. Hannemühle hat so ein Ding, aber das ist dieses Traveler Notebook. Hat ein ganz, ganz komisches Format. Das ist sehr schmal. Also ich habe das und ich habe das zum Malen genommen. Aber da reinschreiben, da ist einfach kein Platz. Sorry, aber da muss man ja eine Lupe zum Schreiben mitnehmen, damit man so klein schreiben kann. Hier ist alles drin. Ach so, ich kann euch ja zeigen, was ich sehe. Also das ist jetzt keine Mega-Werbung. Das ist einfach, hier ist der Shop und das ist, glaube ich, eine Seite mit. Genau, mit den Planern, das ist eine Seite, aber Dotted sehe ich jetzt da gerade nicht. Dotted Paper ist das Beste, genau. Vielleicht kann man ja Raya fragen. Allerdings muss man ja dazu wissen, dass diese großen Firmen, mache ich wieder aus, diese großen Firmen ja relativ langsam arbeiten. Die machen ja einmal im Jahr diesen mega fetten Katalog, der 10 Kilo wiegt. Und Entschuldigung, ach, warum läuft mir die Nase heute Morgen? Ach, jetzt habe ich, ja, die Andrea hat mein Video gerade geguckt. Andrea Kidman, kennt ihr die? Die hat mein Regenvideo gesehen und sagt, oh, da ist ja kein Regen. Aber der Regen hat ja dann aufgehört gestern. Beim ersten Versuch war ich raus und hat es richtig geplattert und das sah so toll aus. Und dann habe ich meine Kamera geholt und alles vorbereitet und gehe raus und dann hat es nur noch so gefisselt, so getröpfelt. Und ich kann es nicht ändern. Und dann habe ich halt nachgeholfen, ja. Ah, ich baue näher meinen Planner selbst, genau. Ach so, ja, das, genau, dann druckt das Dotted selber aus. Es ist nicht so schön, ich habe es gemacht und es ist nicht so schön und perfekt wie das Gekaufte. Aber wenn die Gekauften so exorbitant teuer sind, dann würde ich das auch selber machen, ja. Gut, aber das ist jetzt hier mein Monatsplan. Montag, Dienstag. Da fängt man dann, es gibt so Aufkleber, so Kleber, die werde ich definitiv benutzen, aber als Stempler kann man ja sowas auch selber machen, ne? So Sticker. Also das ist, ich liebe, 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 liebe Raya, aber ich werde euch nie anlügen, insofern, als dass ich das zeige, was es gibt. Das Ding ist ja auch, das muss ich eben noch kurz erzählen. Genau, ja, Druckvorlagen kann man selber machen, aber das Ding ist, wir sind jetzt hier, ich sage ja, in einer illustren Runde. Wir machen alles selbst. Ich weiß aber aus Erfahrung, darum bin ich so froh, dass ich meinen Laden hatte. Ich weiß, wie so, sage ich mal, so der Durchschnitt der Bastler tickt. Weil wenn du 100 Leute hast, hast du 100 verschiedene Charaktere. Und ihr seid jetzt, wie viel sind wir jetzt? Vier oder fünf? Seid jetzt kreativ. Ihr könnt auch Dinge, die ihr seht, sieben. Mein Gott. Sechs, Dinge, die ihr seht, selber machen, ja. Aber es gibt viele, viele, viele Leute und für die sind wir dann da, Christine und Nicole, ja, mit unseren Videos,
die nicht wissen, wie es geht. Und die wollen, wenn du sowas hast am Start, die wollen diese fertigen Sachen haben. Das ist einfach so. Also das sage ich jetzt nicht, um schön zu reden. Muss ich nicht. Weil ich weiß ja, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, nee, das möchte ich lieber kaufen. Und das ist jetzt so ein Mittelding, das kannst du kaufen und kannst trotzdem noch deine eigenen Sachen reinmachen. Also das riecht wirklich. Deshalb, also die, dass viele, viele wollen es kaufen. Ja. Und zum Beispiel hier, das hier würde ich mir dann auch selber machen, hier diese Einlagen, aber das hier, das habe ich nicht hingekriegt. Ich muss euch irgendwann mal meine Teile zeigen, die ich mir zusammengesucht hatte, dann im Großhandel für Planner, für Ringbuchsysteme, und dass ich das nicht hingekriegt habe, die selbst zu basteln. Und ich glaube, ich hätte es vielleicht mit Mühe und Not hingekriegt, da musste man hier solche Schrauben reinmachen und alles, aber ich hatte dann da keine Lust, weil wenn ich da ein Tutorial zu mache, wer soll das nachmachen? Das war so kompliziert. Ja, genau, nach seinen Möglichkeiten, genau. Und für die, die sich entweder nicht trauen oder zwei linke Hände haben, für die ist das dann super. Und das werde ich dann auch alles noch weiter verfolgen. Auf jeden Fall werde ich ganz, 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 ganz viel selber machen. Ich habe eben noch gedacht, Mensch, ich mache mir irgend so ein Bändchen dran. Hier, das passt jetzt aber. Moment, das passt jetzt farblich überhaupt nicht, oder? Das ist ja meine Lieblingsfarbkombi vor allen anderen, so grün, türkis und blau. Und das habe ich mal irgendwann in einem Wollladen gekauft. Ach, steht sogar der Name drauf. Firma, Moment. Ribbon, logisch. Ich gucke mal, Luisa Harding. Suri Ribbon, die habe ich in Köln gekauft, in der Maschenkunst. In Köln ist ein super genialer Wollladen, die mit einer Chefin, die auch sehr rührig ist und ganz viel organisiert, so Events organisiert, ganz, ganz toll. Die, ich weiß, wie sie heißt. Ich weiß es. Aber immer, wenn ich an den Namen denken will, ist der weg. Ganz komisch. Das passiert mir in letzter Zeit immer öfter. Ist weg. Kommt gleich wieder. Wenn der Stream zu Ende ist, weiß ich wieder, wie sie heißt. So, und die, macht dann immer so tolle Sachen. Da habe ich das gekauft. Das ist ja, eigentlich soll man damit häkeln oder stricken oder so, aber nee, das habe ich schon ganz oft verwendet, so als Dekoband. Und das müsste eigentlich hier noch dran, aber ehrlich, also hierzu passt das ja. Aber dazu nicht. Das ist ja wie eine Katze gegen den Strich streicheln, ne? Scheibenkleister. Also da muss ich mir mal was suchen, was dazu passt. Das mag ich nicht. Ja, genau, was Nicole sagt, viele wollen das halt so. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, verstehen kann ich es nicht. Ich weiß es halt und es ist halt so, genauso wie die dann zu mir sagen, oh, du machst alles selber, das könnte ich nicht, ne? Das wollen die dann noch gar nicht. Eine durchsichtige Tasche, ja, mit dem Ziploc, ich wüsste nicht, wie ich den Ziploc selber machen soll. Ne? Man kann natürlich Taschen nähen und dann siehst du halt nicht, was drin ist. Oder du nähst so eine Tasche mit einem Fenster, dass du mit Plastik aus irgendeiner Prospekthülle dann dir was mit Stoff nähst oder irgendwas, was in den Papier, und machst du dein Fenster rein, dass du siehst, was drin ist. Weil wenn ich, sobald ich was Geschlossenes habe, weiß ich nicht mehr, was drin ist. Das ist dann, ich weiß nicht, ob euch das auch so, nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin immer so ein bisschen schusselig. Ihr seid ja nicht so komplett verschusselt wie ich, ne? Ja, aber das war mein Felix, wie er den Planner hält. Das war mir schon. Und das ist jetzt hier so Kritzelkratzel, das würde ich dann irgendwann übermalen. Aber das war ja hier sowieso so eine Testseite. Ja, und dann hier schon mal so die ersten Seiten für die Kritzelkratzel-Kalligrafie. Was ist der? Voll der Zungenbrecher. Mann, oh Mann. Gut, aber das habe ich jetzt. Boah, kennt ihr das, wenn ihr im Bett liegt und habt so eine Idee? Ich habe ja letztes Jahr in dem Blogtober so Tipps gegeben, wie man seine Kreativität anregen kann. Und bei mir funktioniert das, also wenn im Kopf totales Chaos oder totale Leere herrscht, dann lege ich mich ins Bett und mache die Augen zu. Das ist so eine Technik, wie alle Einflüsse ausschließen. Dann kann man so die Augen zumachen und dann kommen die Ideen ganz von alleine. Durchsichtiges Wachstuch. Ach, das auf die Tische, stimmt. Das habe ich mal als Schutz gehabt. Da waren so Blümchen drauf bei mir. Aber die gibt es bestimmt dann auch ohne zu kaufen. Das ist eine gute Idee. Hier, das kannst du ja noch nähen und selber machen. Aber ne, die Öffnung dann. Und wenn irgendwo eine Öffnung ist. Oder, warte mal, ich habe doch.
Ja, aber dann sieht man die. Ja, also Druckknöpfe. Moment, hier. Druckknöpfe. Oh, die Snap. Diese Snap-Pep oder wie die heißen. Die gibt es auch von Prim übrigens. Prim ist auch eine meiner Firmen, die ich mag. Genau. Spaß haben. Und wenn einer mit kaufen, Spaß hat. Ja, ich meine ja nur. Also es ist ja schon minimal selbst gemacht. Wenn man was kauft und das zusammensetzt. Dieses, ja, was die... Manche Leute machen, die kaufen sich ein Set und kleben das zusammen und dann haben sie es selbst gemacht. Ja, aber wenn man halt nichts Besseres kann, ist das auch okay. Hauptsache, es macht dich glücklich, genau. Aber da sind wir uns ja einig, genau. Das sind hier so Klettverschlüsse zum Kleben. Die könnte man vielleicht nehmen. Aber ob das auf Plastik so auf die Ewigkeit hält? Und dann sieht man es halt. Dann macht man hier was Hübsches drauf. Ach, das ist deine Baustelle. Mach du mal so eine Tasche. Und ich kann mich da, ich habe noch andere Sachen, die ich hier mitmachen will. Und dann macht jeder so seins, genau. Dann können wir da eine Kooperation vielleicht machen. Wenn du irgendwas, ja genau, diese Kundschaftsknöpfe, die habe ich auch, die gab es ganz vor, also vor 5 Jahren, 6 Jahren oder so, gab es die von Snap-Pub oder so. Ach genau, ich weiß, wo ich die das erstmal gesehen habe. Meine Tochter, ich habe hier meine Wasserflasche, kann den Kopf ablegen. Sieht man jetzt Gott sei Dank nicht, ne? Guck mal. Ja, meine Tochter fing damit an, als sie die ersten Windelhosen für den Enkel selber nähen wollte. Der ist jetzt 4, ja 5 Jahre etwa. Da habe ich das erste Mal gesehen. Und da waren die mir ganz neu. Und da war das eine Firma, irgendwie oder Snappy. Und da habe ich gedacht, warum macht Prim denn sowas nicht? Und das haben die dann 2, 3 Jahre später haben die nachgezogen. Und die haben jetzt ganz, ganz tolle mit ihrer Zange. Die haben ja so eine Prim Vario Zange oder wie die heißt. Und ja, und die, das ist aus Plastik, genau. Das ist eine gute Idee. Also, Mann, nein, ich will das nicht. Ich habe keine Zeit, das auszuprobieren. Christine macht das. Christine macht Kalligrafie. Christine, und dann müssten wir uns so ein Hashtag irgendwie überlegen, ne? Eins, was nur wir beide haben oder so. Oder wer auch immer. Nicole kann ja auch. Aber das wäre dann halt keine Challenge, sondern eine permanente, ich schicke dir die Leute hin und her. Das sprich Planner Love, das gibt es bestimmt schon auf YouTube. Irgendwas, Planner, My Planner heißt das, ja. Eine Kurpromenade, ja, ich weiß ja, wo du bist. Ich weiß es. Haben die da WLAN? Das ist ja klasse. Ja, für Videos ist Hardcore. Da muss man schon eine gute Leitung haben. Mm. Dann mach das. Wie können wir denn... auf jeden Fall verlinken uns dann gegenseitig. Also wenn einer was hat, am Start hat, guck mal, da sieht man das, wie das gemacht ist. Dann verlinken wir das einfach irgendwie gegenseitig. Muss ja keine Regeln oder so haben, wie man da vorgeht. Genau. Guten Morgen, Barbara. Ich hoffe, es ist schön bei dir. Also hier ist das Wetter sehr durchwachsen, aber ich glaube, wo du bist, es gibt gar kein falsches Wetter. Da ist es immer schön, auch wenn es regnet und stürmt und schneit. Gut, Schnee vielleicht nicht, aber ach, ich wäre so gerne da. Allein das Geräusch von der Meeresbrandung, das macht einen doch schon happy. Ja, und Sand zwischen den Zehen. Nee, jetzt knirscht. Das ist schön. Kann man ein tolles Peeling mitmachen, ne? Wühl dich mal im Sand. Kennt ihr das? Ein Seehund saß am Meeresstrand, wusch sich die Schnauze im weißen Sand. Ach, möge doch mein Herz so rein wie diese Seehundschnauze sein. Das haben wir früher immer in die Poesiealben. Poesiealben. Es gibt ja diesen Trend mit den Art Journals, die man weiterreicht. Das haben wir vor 20 Jahren, haben die Sternblätter schon gemacht. Round Robin und wie sie alle heißen. Ganz viele Namen gibt es dafür, wo jeder eine Seite macht. Das könnte man ja hier vereinfachen. Das heißt, man muss nicht das Buch von Person A zu Person B, C, D geben, sondern jeder macht so eine Seite und schickt es an die anderen. Sollen wir das mal machen? Das hieß natürlich, dass alle den gleichen Plan. Nein, ihr müsst nicht diesen Plan. Aber DIN A5. DIN A5 und dann ein Ringbuchsystem. Und wenn Tanja sich das selber näht, dann müssten wir DIN A4 ihr schicken, wo sie dann in der Mitte durchnähen kann. Das wäre doch mal was. Macht schon mal. Fangen wir schon mal an. Ich bin da bei meinen Enkeln, da könnte ich vielleicht so eine Tauschseite machen, dass man eine Seite gestaltet, die anderen dann kriegen. Super, super. Ach, gut, Wetter ist prima. Okay, mobil. Aber schön, dass du da warst. Finde ich ja den Burner. Ne? Ich habe ja nie was geplant. Aber Nicole sagte gerade eben Sonntagmorgens um die Uhrzeit, 9 Uhr. Dann sind die Kinder noch im Bett und der Mann, ne? Bei mir zumindest. Und schlafen alle noch.
Super Uhrzeit. Also ich gucke nach Dotted, da guckt ihr alle nach, genau. Wer das findet, unten in die Kommentare schreiben. Und dann Sonntagsstream wäre mir sehr recht. Also ich bin sonntags meistens so ab 8 Uhr wach. Heute habe ich sehr ungewöhnlich lange geschlafen bis 9 und bin sofort hier hingerannt. Okay, tschüss Barbara. Danke fürs Vorbeischauen. Da freue ich mich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, oder so, genau. Okay. Mach es in der Bärbelgruppe. Machen wir so ein Ding. Aber wie nennen wir das? Round Robin ist nix. Wie heißen denn diese ganzen Agiles, die man sich immer so hin und her schickt? Da gibt es bestimmt einen Namen für. Es gibt immer für jeden Kram gibt es irgendeinen Namen. Aber das Gute ist ja, dann weiß jeder, was gemeint ist. Es ist keine Lochung. Ah, das ist ein guter Punkt, dass man die selber macht. Super, super Punkt. Planner, genau, die Lochung selber machen. Oder nähen halt, wenn man nähen will. Ich fände es am besten so ein DIN A4 und das dann in der Mitte geknickt, weil dann können auch die Midori-Leute das benutzen. Die brauchen ja eine A4-Seite, die in der Mitte geknickt ist, sodass man das System einhängen kann. Wie nennt man das denn? Tauschplanner? Planner auf Wanderschaft. Nicole. Planner auf Wanderschaft. Ist jetzt sehr lang, ne? Und es ist keine Alliteration drin, aber ich glaube, mit meinem Tick mit den Alliterationen muss man sich ja nicht so abquälen. Genau. Planner auf Wanderplanner. Es muss ein kurzes Wort sein. Wanderplanner. Was heißt denn Wandern auf Englisch? Star Trek. Ja, das ist, oh, da kriegen wir Copyright-Claims an den Hals. Planner auf Wanderschaft. Mein anderes Wort. Letter Journals. Heißt, schickt man die sich hin und her? Ja, aber dieses Letter-Dings, das sind auch manchmal noch diese vier, diese mit den neuen, mit diesen ATCs, oder? Letter Journal. Letter Journals. Ist ja. Boah, ich weiß auch nicht mehr, wie wir das früher genannt haben. Hiking Planner. Hiking ist auch cool. Hiking Planner. Hitchhiking. Ja, ist. Oh. Ich habe die ganze Zeit so ein Wort mit P im Kopf, was irgendwie mit Wandern zu tun hat. Planner Hiking. Divide Planner. Das heißt teilen, ne? Divide. Divine. Nee, ist auch Quatsch. Man muss an was anderes denken oder sich ins Bett legen und die Augen zumachen. Dann fällt einem was super, super ein. Wander- oder Wanderplaner einfach. Oder? Wanderplaner. Positiv Planner. My Planner ist ja hier dieses von Raya. Ich finde das interessant, dass sie dem den Namen gegeben haben und dass der nicht schon belegt war von irgendeiner anderen Firma. Sehr interessant. Planner. Ja, in der Gruppe jetzt, in meiner Gruppe da so eine Namensfindung Dings. Nee, das ist doof, ne? Das ist ja viel besser hier. Welches nehmen wir denn? Wanderschaft, Letter Journal, Hiking, Divide, Tauschpages. Tauschplanner? Plannertausch. Tauschpages. Plannerpages. Aber Tausch ist gut. Tausch ist gut, auch wenn es nicht mit P anfängt. Provide Planner. Das versteht keiner, ne? Tausch Planner, sag mal, Tramping. Tramping. Planner Tramp. Oh, das finde ich. Trampen ist das Wort, genau, aber es fängt auch nicht mit P an. Tramp Planner. So. Pass mal auf. So, Tramp Planner, dann hat man zwei P hier. Diese P. Tramp Planner. Und dann kann man das auch zusammenschieben als Kofferwort. Tramp Planner. Ist das was? Seid ihr damit einverstanden? Tramping.
Tramp Planner? Oder ist das doof? Ich habe immer so komplizierte Sachen manchmal, die versteht hinterher keiner, wie Fairy Sale. Das hat irgendwie bis heute keiner verstanden. Ja, das ist einfach, aber alle finden es doof. Egal, ich schweife ab. Tramp Planner. Ja, es ist. Aber wir haben ja den Livestream mit drin. Der wird ja jetzt mitgeschnitten. Und dann kann man hinterher gucken. Genau, Call to Action. Lass uns in den Kommentaren weiter planen. Ich finde Tramp Planner eigentlich cool, wenn man das so zusammenschieben kann. Aber es ist so kompliziert. Ja, was machen wir noch, sodass man austauschen kann? Dieses Buch heißt irgendwie Round Robin. Also Round Robin ist eigentlich auch eine Kiste, wo man Sachen reintut. Und die kriegt man geschickt, nimmt sich was raus und tut was anderes rein. Wieso? Tramping? Was ist denn da blöd? Also, verstehe ich nicht. Unanständige Sachen oder so? Tramp? Super Tramp. Wir gucken mal. Dieses Round Robin, das war halt sowas, so ein Giveaway. Also man macht eine Kiste mit Bastelsachen, die man nicht mehr braucht und schickt die jemand und der nimmt halt das raus und tut es genauso für die gleiche Menge rein. Na, aber das ist ja nicht das Planner-Ding. Oder soll man das? Nee, ne? So Planner-Seiten hin und her schicken ist ja auch irgendwie doof. Dann wird irgendeiner eine Seite machen, die alle hässlich finden und die wird dann immer mit umziehen. Dann kriegt er die hinterher zurück und dann wird er sehen, dass es keiner haben wollte. Und das tut ihm dann in der Seele weh. Und nein. Tausche das A gegen das U. Trumping. Oh mein Gott, nein! Hättest du das doch nicht gesagt! Okay, jetzt ist der. Das ist gerade gestorben. Ist die Idee mit dem Tramp gerade gestorben, weil wir da an jemanden denken müssen. Oh Gott, Mann, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Und der Typ, der hat mir schon schlaflose Nächte bereitet. Meine Herren, ich warte immer noch drauf. Wann wählen die denn endlich ab? Aber es dauert und dauert und dauert. Naja. Unboxing my Planner habe ich den. Oh, ich habe wieder vergessen, den Stream umzubenennen. Ja, ich brauche auch Kaffee. Also mein Mann steht wahrscheinlich jetzt gleich auf und kocht hoffentlich ganz viel Kaffee. So zwei Tassen könnte ich brauchen. Und dann wird gefrühstückt. Wir überlegen noch ein bisschen über das mit dem Planner. Tramp ist jetzt auch gestorben. Das war so schön. Das hat mir super gefallen. Da machen wir nochmal Brainstorming unten in den Kommentaren. Das wäre toll, weil je mehr kommentiert wird, desto besser wird das Video gelistet. Ne? Und an die YouTuber. Das wisst ihr wahrscheinlich selber. Und dann sortiere ich mal meine Seiten hier mal ordentlich ein und schreibe die Tage auch drauf. Es gibt ja dafür diese Aufkleber. Die habe ich auch hier irgendwo. Dann kann man die. Wo sind sie denn alle? Dann kann man nämlich die Tage da einkleben. Das habe ich alles mitbestellt, oder? Habe ich das nicht bestellt, weil ich dachte, hey, das mache ich mir selbst. Aber die Zahlen etc., die gibt es dann extra. Das ist natürlich dann erstmal, wenn die Leute das neu kaufen, ja, wir meinen Tramp, genau. Tramp Planner. Verklagt er uns dann, weil er die Rechte an seinem Namen hat? Würg. Tramp Planner. Planer auf Wanderschaft. Der Wanderplaner. Finde ich eigentlich so am einfachsten, oder? Ein Wanderplanner. Das ist so eine Mischung aus allem irgendwie. Wander Diary. Mal schauen, wenn einem heute noch irgendwie so beim Einschlafen oder Aufwachen. Ja, ne, aber Tanja, wenn man einmal Planner post. Hallo. Planner Post, das ist gut. Alles durchgestrichen, da ist es. Da ist eine Alliteration und man muss nicht an irgendwelche amerikanischen Deppen denken. Planner Post, super, danke. Und man schickt es sich halt zu. Guten Morgen übrigens, du bist auch wach. Ja gut, 10 Uhr, fast halb 11. Gut, aber das war sehr, sehr effektiv. Ne? Ich habe euch meine Schrift aufs Auge gedrückt, meine besondere Art der Schrift. Haben wir drüber geredet. Dann hier, Christine will sich da mal dran geben. Irgendwas von noch Schriftvideo. Mach das, weil das wird hypen. Das ist der Hype. Wie gesagt, ich mache auch eins halt mit dieser Schrift jetzt. Ne? Mache ich noch, aber ordentlich. Genau.
Thema Planner haben wir auch abgefrühstückt. Bei Raya kann man direkt bestellen. Man kann auch beim Stützpunkthändler bestellen. Man kann seinen örtlichen Bastelladen fragen, es sei denn, er ist in Mettmann. Was haben wir noch gehabt? Das muss ich noch sortieren. Und dann muss ich gleich erstmal noch eine Maschine Wäsche anschmeißen, damit ich was anzuziehen habe, wenn ich zu meiner Tochter fahre. Ach so, habe ich dich eben übersehen? Hast du irgendwie was gesagt? Wenn, dann tut es mir leid, dann habe ich dich übersehen. Also ich sage ja, wink ja auch manchmal nur, aber okay, ich muss auch jetzt was tun. Und meine Klamotten, wenn ich jetzt nicht mal eine Maschine Wäsche anschmeiße, habe ich heute nichts anzuziehen. Wenn ich zu meiner Tochter war, dann wird es peinlich. Und das war richtig klasse. Also das, wenn Nicole sagt, dass wir hier sonntags morgens um 9, dann das wäre mir auch sehr recht. Das ist eine schöne Zeit. Das macht Spaß. Ja, super. Und ich danke euch, wie immer. Und jetzt brauche ich Kaffee. Und dann, ich trinke einen auf Nicole. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und schön kleinere Seiten machen, ne? Also entweder A4 quer oder A5 machen wir schon mal auf Vorrat. Und dann machen wir die Planerpost. Geil. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ich danke euch. Und einen schönen Sonntag noch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald, aber wahrscheinlich diese Woche nicht, ne? Ich hab euch lieb.